Die Bernoulli-Beziehung bezüglich der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es geht nach dem folgenden, ja, ich würde schon fast sagen Schema. Man hat eine Wahrscheinlichkeitsaussage und man muss die deuten als Treffer und Nicht-Treffer, ne? Also unterliegt die der folgenden Interpretationsmöglichkeit Treffer, Nicht-Treffer. Ne? Das kann zum Beispiel die Münze sein, ne? Kopf oder Zahl. Ne? Und ich frage danach, ja, nach der Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt. Ne? Das ist die Wahrscheinlichkeit in einen von zwei Fällen haben. Wenn ich auf diese Terminologie übertrage, ich kann einen Treffer haben bezogen auf den Kopf oder einen Nicht-Treffer. Ne? Das Ganze gilt natürlich auch für den Würfel, ne? Die meinetwegen die Zahl 6 oder die Nicht-6. Ne? Das unterliegt dann auch dem System hier. Treffer wäre die 6 zu würfeln, Nicht-Treffer wären alle anderen. Ne? Oder das Ziehen mit Kugeln. Ne? Wir wollen aber jetzt mal hinterfragen, woher diese Gleichung überhaupt kommt. Ne? Machen wir es mit den Kugeln. Ich habe Kugeln, meinetwegen 1, 2, 3, 4, 5 schwarze Kugeln, eine weiß darunter. Ne? Mich interessiert die Anzahl der Ziehungen bezüglich der weißen Kugel. Ne? Ich muss noch einschränken, ich ziehe und ich darf zurücklegen. Ne? Ich werfe jedes Mal wieder zurück, ne? Weil das ist bei Bernoulli Voraussetzung, die Wahrscheinlichkeiten, die dürfen sich jetzt nicht ändern bezüglich dieser Gleichung, die wir jetzt herleiten wollen. Ne? Also, ich habe die Wahrscheinlichkeit von nicht weiß zu ziehen, die ist gegeben in 5 von 6 Fällen, also 5 Sechstel ist meine Wahrscheinlichkeit, keine weiße zu ziehen. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, eine weiße zu ziehen, ist genau dann der Fall in einen von 6 Fällen. Ne? Also ein Sechstel ist meine Wahrscheinlichkeit, die weiße Kugel hier zu ziehen. Ne? Und jedes Mal, wenn ich eine Kugel ziehe, ne, dann werfe ich die gleich wieder in diese Schale zurück. Ne? Die Schale ist von außen hin umschlossen und ich greife mit der Hand hier blind rein. Ne? So kann man sich das vorstellen. Ne? Man kann das dann schön in einem Baumdiagramm veranschaulichen, die Situation. Ne? Ich habe, mach mal 3 Ziehungen, ne? Ich ziehe 3-mal, dann kann ich weiß haben und nicht weiß. Ne? Zweiter Zug, weiß, nicht weiß, wenn ich im ersten Zug bereits weiß erhalten habe. Wenn ich im ersten Zug keine weiße gezogen habe, kann ich im weißen, im zweiten Zug weiß oder nicht weiß erhalten. Ne? Wenn ich im ersten und zweiten Zug jeweils weiß gezogen habe, dann kann ich im dritten Fall weiß, aber auch nicht weiß ziehen. Ne? Analog bei den anderen Möglichkeiten. Ne? Gut, somit habe ich meine 3 Ziehungen voll. Ne? 1, 2, 3 Ziehungen, somit alle Möglichkeiten unter einen Hut gebracht. Ich verweise auf die Videos, die Permutationen und der Binomialkoeffizient. Wir können jetzt den sogenannten Ergebnisraum hier aufstellen, ne? Diesen Omega. Ne? Omega als Definition für den Ergebnisraum, ne? Die Anzahl der Möglichkeiten bezogen auf unsere 3 Ziehungen, die können wir ja hier feststellen. Ne? Ich verfolge den Pfad, den ersten, 1, 2, 3, habe das Ergebnis. Ne? Der zweite Pfad, ne, der hier, ne, der liefert mir, ich ziehe weiß, nochmal weiß und dann keine weiße. Ne. Der Pfad hier, der liefert mir, ich ziehe weiß, dann keine weiße und dann nochmal eine weiße. Ne. Der Pfad, der liefert mir, ich ziehe weiß, keine weiße und nochmal keine weiße, ne, im dritten Zug. Das müssen wir nochmal korrigieren. Der Strich da drin, der gefällt mir nicht. Ne, weil man sieht das Schema, ne, ich vollende das Ganze jetzt. Ne. Nicht weiß, weiß, weiß. Ne. Nicht weiß, weiß, nicht weiß. Nicht weiß, nicht weiß, weiß.
Nicht weiß. Ich ziehe also gar keine Weiße in der letzten Möglichkeit. Ja, und diese ganzen Möglichkeiten, die trägt man jetzt in diese Mengenschreibweise hier ein. Ne? Also weiß. Weiß, nicht weiß. Ne? Weiß. Dann weiß. Nicht weiß. Ja, man muss hier unten jetzt weitermachen. Ich mache hier unten weiter. Ist ein bisschen zu eng das Ganze. Nicht weiß. Nicht weiß. Und weiß. Und nicht weiß. Das wäre unser kompletter Ergebnisraum also. Ne? Gut. Die Wahrscheinlichkeiten bezüglich des Baumdiagramms, die trägt man ja immer auf diesen Ästen an. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, eine Weiße zu ziehen, ne, ist ja ein Sechstel. Und die Wahrscheinlichkeit, keine Weiße zu ziehen, ist in 5 von 6 Fällen gegeben, also 5 Sechstel. Ne? Da ich jedes Mal wieder zurückschmeiße, ne, bleiben die Wahrscheinlichkeiten für eine Weiße zu ziehen jeweils immer gleich. Ne? Und entsprechend die Wahrscheinlichkeit, keine Weiße zu ziehen, ebenfalls immer gleich. Ne? Ich werfe jedes Mal zurück. Ne? Gut, das kann ich hier dann vollenden. Auf meinen Ästen die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten übertragen. Ne? Somit habe ich den fertigen Baum. Ne? Gut, aber wir interessieren uns ja für diese Bernoulli-Gleichung. Ne? Gut. Jetzt frage ich mal danach, nach der Situation einmal Treffer. Ne? Also Treffer, ne? Das wäre in dem Fall mein K, ne? Die Anzahl der Treffer. Ich kürze es ab, Anzahl der Treffer. Und ich ziehe dreimal, ne? Ich ziehe ja dreimal. Ich schmeiße zwar jedes Mal zurück, aber insgesamt ziehe ich ja dreimal. Ne? Mein N ist 3. Ne? Das ist dann entspricht die Anzahl der Ziehungen. Ich kürze es wieder ab. Ne? D.Z der Ziehungen. Ne? Gut, wir gehen auf dieses Baumdiagramm los. Ne? Ich mache jetzt unten frei, ne? Um praktisch das hier noch unterzubringen, das Ganze. Ne? Sonst müsste ich immer hin und her klicken. Bezogen aufs Baumdiagramm muss ich nämlich Bezug nehmen. Gut, ich frage ja nach einmal Treffer. Ne? Also einmal die Weiße. Ne? Jetzt machen wir den Stern weg. Einmal Weiß. Ne? Wie oft habe ich das hier drin? Naja, wir haben es auf jeden Fall einmal die Weiße. Hier, ne? Hier habe ich einmal die Weiße, ne? Und hier habe ich einmal die Weiße. Haben wir sonst noch wo? Und hier haben wir einmal die Weiße, ne? Also ich habe die Weiße schon mal in 3 Fällen, ne? Bezogen auf das komplette Spiel, ne? So. In 3 Fällen. Die Wahrscheinlichkeit, ne, für so eine weiße Kugel ist ein Sechstel, ne? Die habe ich ja nur einmal. Ne? Ich habe nur diese Situation zu betrachten, ich ziehe einmal weiß. Ne? Naja, aber ich ziehe insgesamt dreimal, ne? Dann habe ich ja zweimal keine weiße gezogen. Ne? Schauen wir mal die Pfade an hier, die wo wir eingekreist haben. Ne? Ich habe das hier eingekreist. Ne? Wir schauen den Pfad an. Ein Sechstel hoch 1 ist ein Sechstel, der kommt hier vor. Ne? Dann verfolge ich den Pfad, ne? Den Pfad hier verfolgen. Dann habe ich zweimal diese 5 Sechstel noch drin. Ne? Genau das, was hier steht. Ne? Gut. Im Grunde genommen war das Ganze schon die Angelegenheit von der Bernoulli-Gleichung, denn ich habe jetzt diese 3 noch mit dem Binomialkoeffizienten zu interpretieren und dann bin ich fertig. Ich ziehe dreimal, mein n ist 3, ne?
Und wie viele Treffer habe ich? Einen Treffer, ne? Ich habe den Fall hier betrachtet, ne? Mein K ist 1, ne? Und was ist einen aus drei ziehen vom Binomialkoeffizienten her? Ich habe drei Kugeln, ziehe eine, dann habe ich entweder die Möglichkeit oder die Möglichkeit. Das ergibt meine drei Möglichkeiten, ne? Genau das, was hier steht, ne? Also kann ich die drei ersetzen durch meinen Binomialkoeffizienten und das mache ich auch. 3 über 1, ne? Gut, allgemein können wir doch das jetzt darstellen in n über k mal die Wahrscheinlichkeit von meinem Treffer, von dem, was mich interessiert, p. Dann, wie viele Treffer ich habe oder für wie viele Treffer ich mich bezogen auf Spiel interessiere, das ist mein k, ne? Der Exponent. Mal die Gegenwahrscheinlichkeit, die ist ja nichts anderes als 1 minus diese Wahrscheinlichkeit, ergibt ja meine Gegenwahrscheinlichkeit. Ne? 1 minus b. Und das ist ja die Anzahl der Nicht-Treffer sozusagen. Ne? Also n minus k. Ne? Das ist die Bernoulli-Gleichung. B von n k, wie man sie in allen Formelsammlungen findet. Ne? Man kann die vielleicht überprüfen. Wenn ich keine Weiße ziehe, ne, dann wird der hier zu 0, ne, und der hier zu 3. Ne. 3 minus 0, ne, ist 3. Ich habe dann praktisch nur 5 Sechstel hoch 3 zu rechnen. Ne. Das fällt alles, das vordere wird zu 1. Ne? K, also p hoch 0 ist 1 nach Exponentenregel, nach Potenzregel. Und diese irgendwas, nichts aus irgendeiner Menge zu ziehen, ne? Wenn ich jetzt immer noch die drei Ziehungen beibehalte, 3 über 0, ich ziehe nichts raus, dann habe ich eine Möglichkeit. Dann wird dieser komplette Term hier vorne zu 1. Ne? Geh mal auf die nächste Seite. Ich schreibe diese Bernoulli-Beziehung nochmal hierher. Und bezogen auf unser Spiel hatten wir ja diese 1 Sechstel hoch 3 für 3 mal diese Weiße zu ziehen. Ne? Dann ein Sechstel, wenn ich 2 Weiße ziehe. Ich kann das hier oben vervollständigen, die 5 Sechstel wäre dann hoch 0. Ne? Das ist dann insgesamt 1. Ne? Schreiben wir hier den Bernoulli von nk noch hin. Gut, dann habe ich ziehe 3 mal. Ne? Dieser Exponent muss immer die 3 ergeben. Dann, das ist für mich eine Orientierung, ich liege hier richtig, was ich tue. Ne? Wenn man noch neu ist in dem Gebiet von diesem Bernoulli, dann sollte man sich immer solche Hilfestellungen im Hinterkopf behalten. Ne? Diese Exponenten müssen insgesamt der Anzahl meiner Ziehungen entsprechen. Ne? Gut, ich habe 2 mal die Weiße gezogen, also ziehe ich einmal keine Weiße. Ne? Was haben wir jetzt noch? Ich ziehe einmal eine Weiße, ne? Und habe dann 2-mal keine Weiße gezogen. Ne? Naja, und wenn ich 0-mal keine Weiße ziehe, ne? Dann habe ich eben 3-mal keine Weiße gezogen. Ne? Also vervollständigt mit unseren Ziehungen, mit unserem Binomialkoeffizienten hier vorne. Ne? Ich ziehe 3-mal, die kann ich schon überall eintragen. 3 aus 3, ne? Ich habe 3 Treffer, hier habe ich 2 Treffer, ich ziehe 2-mal die Weiße, hier habe ich einen Treffer, ich ziehe 1-mal die Weiße und hier habe ich 0 Treffer. Ne? Das insgesamt, ne, ergibt dann die Wahrscheinlichkeitsaussage. Ne? Wenn man das im Taschenrechner hier eingibt, ergibt es die Zeile zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür,
zwei weiße Kugeln zu ziehen, ne? Unter der Voraussetzung, ich habe ein Bernoulli-Experiment, was ich auch hier in dem Fall habe, ne? Das ist immer zu prüfen. Gut, somit beende ich dieses Video.